Bei den ersten deutschen Amateurmeisterschaften auf der Reitsportanlage Dagobertshausen bekommen Amateurreiter die Chance, in besonderem Ambiente unter sich die Besten auszumachen. Doch bevor hier der erste Reiter ins Viereck traben oder das erste Hindernis anreiten konnte, gab es einiges zu tun. Bei Sigrun Kugler laufen aus organisatorischer Sicht die Fäden zusammen. Also wir haben angefangen also mit den Überlegungen, Planungen, natürlich im Februar, März. Und da mussten wir dann schon gleich für die ganzen Qualifikationsturniere alles vorbereiten, die Ehrenpreise, die Schleifen organisieren, aussuchen, was machen wir. Und dann eben aufs Finale hin geht es dann los mit Technik organisieren, wo kommt was hin und Richterturm zum Beispiel, wo kriegt man Dressurviereck her. Und ganz wichtiger Part ist natürlich auch die Unterbringung der Pferde. Es kommen ja die Teilnehmer der deutschen Meisterschaft haben ihre Pferde hier alle aufgestallt. Wir haben Stallzelte für über 100 Pferde aufgestellt und da muss natürlich einiges organisiert werden. Das nächste Thema Parken, wo parkt man die ganzen LKWs, die Hänger und Abladen. Also das ist schon, dann kommen die alle gleichzeitig an, alle am Donnerstag. Also das ist schon eine Herausforderung. Das ganze Catering macht das Hofgut Dagobertshausen, die das wirklich professionell und mit unglaublichem Herzblut machen. Und es ist toll, wie die Reiter sich freuen, dass sie hier in Dagobertshausen so eine Plattform bekommen bei der Amateurmeisterschaft. Das Wetter passt. Es hat so viel geregnet die letzte Zeit. Und jetzt pünktlich zur Deutschen Amateurmeisterschaft haben wir Sonnenschein. Und die ersten Eindrücke, es hat alles funktioniert. Wir haben keine Pannen, toi toi toi. Ja, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr die deutschen Amateurmeisterschaften auch noch ausrichten. Wir haben gesagt, wir machen das und machen es dann 2 Jahre. Und ja, wir hoffen, dass sich das gut etabliert.